Das schon wieder an dir rumzuspacken. Ich liebe sowas. Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und ich habe zum ersten Mal Bungee-Post bekommen. Oh mein Gott, was war das bitte schön für ein Blick? Und zwar habe ich Karten bekommen, die es auch im Spiel gibt. Und zwar nämlich insgesamt 12 Stück. Und ich sollte bestimmte Herausforderungen, die ich bekommen habe, diesen Karten zuordnen und diese absolvieren in einem Video oder in einem Stream. Ich mache beides. Aber ich habe nicht nur die Karten bekommen von Bungie, sondern auch noch 10 Creator-Embleme für diese Season. Ich werde 5 Stück hier im Video verlosen und 5 Stück im Stream. Ihr könnt also gerne schon mal ein Follow da lassen. Und ich werde dann am Mittwoch gegen 20 Uhr ungefähr werde ich dann streamen. Und da werde ich dann auch nochmal erklären, was ihr da machen müsst, damit ihr da so ein Emblem bekommen könnt. Noch dazu, was hier die Kriterien sind, ist einmal, solltet ihr den Kanal abonniert haben, denn ich soll die Embleme an meine Community weitergeben und nicht an Leute, die Giveaway lesen, reinkommen, irgendwas reinschreiben und hoffen, dann ein Emblem zu bekommen. Deswegen. Und ihr solltet auch, auf jeden Fall, wie man schon gehört hat, auf jeden Fall kommentieren. Und nicht nur ein einzelnes Wort, sondern halt irgendwas. Ich werde dann am Freitag oder am Samstag die Verlosung dann bekannt geben. Ich werde das natürlich auch aufnehmen. One Take, dass mir da keiner was sagen kann. Werde die Gewinner ziehen. Und das werden 4 Stück sein. Und ich habe jetzt schon mal 3 Herausforderungen abgeschlossen. 2 davon müsst ihr mitmachen. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Und zwar seid ihr dann nämlich mit eingebaut. Und zwar habe ich mir nämlich für die Karte Liminal, das ist die Arcus-Karte, habe ich eine Herausforderung, dass der Chat oder halt die Kommentare, die Community, die Mode eines meiner Charaktere bestimmt. Und der Charakter, der gewinnt, dessen schöne Mode muss ich dann eine Woche lang auf dem Charakter tragen. Ja, das heißt, ich möchte gerne von euch, egal ob ihr dann auf den Discord kommt und dort Screenshots von den wunderschönsten Hütern mir schickt, oder ihr könnt das auch auf Instagram machen und mich taggen oder auch auf Twitter. Alles ist unten verlinkt. Und ich werde nämlich ungefähr am Freitag oder am Samstag ein Video hochladen, wo ich dann bekannt gebe, welcher von den Charakteren einfach der wunderschönste war. Also schickt mir eure schönsten, schäbigsten Hüter. Es können alle Klassen sein und der hässlichste, schönste gewinnt dann und ich muss dann meinen Charakter, wenn ich hoffentlich die ganzen Ornamente habe, also ich versuche es dann so gut wie es geht nachzumachen, werde ich meinen Hüter dann eine Woche lang so aussehen lassen, auf jeden Fall. Wird interessant. Und das 5. Emblem vom Video bekommt derjenige, der mit seinem Outfit gewonnen hat. Deswegen, da lohnt es sich auch nochmal, nicht nur mal meinen Hunter oder meinen Titan oder meinen Warlock zu verunstalten, sondern ihr könnt auch noch was gewinnen dabei. Ich glaube, das ist ganz nett. Und die letzte Karte, die ich jetzt gerne hier in dem Video sozusagen aktivieren möchte, aber auch im Stream machen möchte, ist nämlich der Wunsch. Ich habe nämlich auch einen Wunsch an euch. Die Herausforderung sagt, dass ich meinen Geldbeutel ein bisschen lockern soll und etwas für einen wohltätigen Zweck spenden soll. Das werde ich auf jeden Fall machen. Vermutlich live im Stream. Aber ich möchte gerne, dass ihr mitmacht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr sehr gerne unten in dem Link, wo ich es verlinkt habe, eine kleine Spende dalassen. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Im Stream werde ich das dann auch nochmal verlinken. Fangen wir mit den Schwestern an. Dort habe ich die Aufgabe hingepackt, dass ich in bestimmten Runden nur eine bestimmte Waffengattung spielen soll. Wir haben da ein bisschen gerätselt, was die jetzt mit Waffengattung meinen. Ob die jetzt nur Spezial oder Schwer oder Kinetik meinten oder nur Bogen, nur Automatikgewehr oder so. Deswegen habe ich einfach beides gemacht. Das ist auf jeden Fall die Schwester. In der ersten Runde habe ich mich erstmal dazu entschieden, mit Automatikgewehren zu spielen und im Heavy Slot ein Maschinengewehr, was aber dann ziemlich langweilig wurde, weil es keine Herausforderung war. In der zweiten Runde jedoch bin ich dann komplett mit Granatwerfer reingegangen. Oh mein Gott, ist das Ding stabil! Dein Gegner ist an dir vorbeigezogen. Komm, komm, komm. Oh Mann. Noch 5 Minuten. War sie tot? Nein, Granate.
der Bastard. Und tot. Noch einer. Nein, ich bin tot. Ja. Der ist geblendet. Hol ich. Nein, er holt mich. Oh, ich hab einen. Oh mein Gott. Das sollte sich zur Ruhe bringen. Noch 5 Minuten. Warum spiele ich Granatwürfel? Warum mache ich das? Ihren Lauf gebremst. Weiter so. Meine nächste Herausforderung, die ich mir fürs Video ausgesucht habe, ist die Karte der Verbotene. Ich soll eine Aktivität abschließen, ohne eine Waffe, eine Super, Granate oder Nahkampf zu benutzen. Jetzt könnte man sehen, okay, ich darf nur keine Waffe benutzen oder nur keine Super oder nur keine Granate oder nur kein Melee. Wir haben gedacht, machen wir es einfach mal ohne Waffen. Also komplett nur Fähigkeiten. Wir sind in Savatons Säule auf Legendär reingegangen und hatten ein paar komische Situationen auf jeden Fall und an ein paar Stellen hat es auch ein bisschen sich hingezogen, klar. Aber mit dem Strand Titan war das echt nicht so schwer. Ich wollte dich gerade wiederholen. Du musst auf der Platte bleiben. Ja, ihr wart doch geblindet, willst mich verarschen? Alter, ich caste das langsam. Wieso? Kind bounced, mein Hammer so beschissen und allem. Ich hab den Hammer nicht mehr bekommen. Oh mein Gott. Ich zähle das Relikt jetzt nicht als Waffe, ja? Das war keine Waffe, das ist ein Relikt. Kriegt er mich dahin? Strand Titan wäre wirklich die bessere Idee. Hat der irgendwie eine Ulti? Hab's du gerade verwendet? Nee, ich hab's ja auch nicht mehr auf. Alter, was, wie weit wurde ich denn gerade weggekickt? Nein, bitte lasst mich in Ruhe. Nein. Oh, Alter. Ach, wen haben wir denn hier? Das war keine gute Idee. Das, was ich gerade gemacht habe, war keine gute Idee. Ich hänge jetzt rechts den Champion auf. Dass die Champions nicht mehr so lange hängen. Nein! Ich bin Granate. So, ich hänge den jetzt auf. Ich hab halt leider gerade gar nichts. Hammer, Abilities. Wo ist der Hammer, ey? Ich hab den niemals hier hochgeworfen. Was? Oh Gott. Hä? Dann haben wir wieder weg. Cooles Flip vor, das Real. Hey. Oh, okay. Aua. Und jetzt zeigt er mir sogar an, wo ich reinspringen soll. Das war noch falsch. Ist egal, in welches du reinspringst. Aber wieso? Wofür macht man das dann? Für ein Triumph. Es sind immer noch für einen Triumph. Ach so. Bist du richtig reinspringst. Dann spiele ich halt dieses Spiel hier.
Och, nee, nicht er schon wieder. Nicht er schon wieder. Wieso habe ich kein Banner, wo ich den mit dem Nacken gekillt habe? Nein! Komm schon, Alter, was ist denn das? Jetzt habe ich einen Banner. Der macht nur Schaden. Habe ich das Gefühl. Wenn er dich irgendwie anguckt, also. Nee, wenn er dich nicht anguckt. So. Der kann dich auch hitten, wenn er dich nicht anguckt. Oh, Barrier Champions sind da. Jo. Ja, ja, genau, jetzt oh machen wir einen Schutz hier. Was zur Hölle kam da gerade alles runter? Man hat dich einfach nur angeguckt. Meinst du das, was. Also das, was gerade gespawnt ist und alles gleichzeitig auf mich geschossen hat? Ja. Ja, mein Leben war voll für eine Sekunde. Also eine Sekunde später war ich tot. Ich habe die Barrier hier vergessen. Das sind zwei Barriers, ne? Welche wollen wir zuerst machen? Ich kann aufhängen. Ja, das ist Sinn hier machen. Okay. Ich befürchte, ich hab nichts mehr. Perfekt. Ist weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir eben kurz wieder warten. Ja, ne? Fuck. Schon mal so, als wäre nix. Alter, Licht überall, Heavy Room, was ist das? Ich fand's sowieso gerade interessant, wie du mich stillstehend resten konntest und der Boss dich nicht trifft. Ja, ich hab mich mit Absicht nicht bewegt. In dem Moment, wo ich sonst, ne? Krasse Ausweichmanöver in der Luft mache, tut er mich trotzdem. Ja, wollen wir noch den zweiten Champion machen? Wer ist jetzt auf dem Eiert? Ja, von mir aus. Auch nicht. Aber da ist auch ein Brick jetzt, ne? Ja, ja. Aber wir müssen halt den Champion machen, sonst können wir den Brick nicht machen. Ja, gut, alles klar. Dann. Let's go. Ich hab die Granate durchgeschmissen! Wie geht das? Sorry. Na, ich konnte ihn nicht finishen. Ich wollte ihn finishen! Ich Alter, auch! Ich hab das so krass ge... Bam. Ich bin so tot. Ich weiß jetzt, wie Jani Jöse sich fühlt. Ja, dann nochmal warten, würde ich sagen. Ja, kurz warten auf ein neues. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin jetzt 2 Sekunden wieder da. Tada! So. Oh, das ist ein Ads. Danke für den Banner. Wie sieht's aus wegen Barrier? Ja, ich Wann könnte, ich wenn ich das überlebe hier. Dann let's. Oh Gott, er steht halt direkt davor. Let's go. Hängt. Hängt nochmal. Ich bin runtergefallen. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, der ist weg. Nice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein, lass mich bitte. Ja, geil. Genau da, wo ich gerade hin will. Brick is down. Danke für den Heavy Drop oder so. Lasst mir doch die Ads, bitte. Ich kann ihn aufhängen. Geil. Stirb jetzt. Danke. Ja, schön. Gut, das war's dann auch. Ich will nicht mehr. Und wieder eine Red Border. Dann als nächstes haben wir die Klingen. Hier habe ich dann noch welchen im Discord im Call gesagt, so hey, ich bräuchte vielleicht nochmal kurz Hilfe. Ich habe noch eine Aufgabe, die ich mir machen möchte fürs Video. Und zwar müssen wir mittelalterlich gehen und müssen eine Aktivität abschließen, indem wir nur Bögen, Schwerter oder Stichwaffen, also Gleben, benutzen. Ich muss noch eine Aktivität Medieval abschließen, also entweder mit Bogen, Gleve oder Schwert. Du kannst den Bock einfach kurz mal mit Bogen abschließen. Mit Bogen, ja, genau, Gleve oder Schwert? Ja, lass doch machen, wäre voll geil. Ja, eben, also Bock wäre ich da jetzt easy down für. Ich meine, das dauert nicht gerade arg viel länger, sind wir ehrlich. Und da eh schon im Raum war, ob wir vielleicht nochmal einen Lowman laufen, sind wir einfach Bock im Lowman gelaufen und haben halt nur Bögen, Gleven und Schwerter benutzt. Vor allen Dingen der Endboss hat uns sehr viel Zeit gekostet, weil auch vieles rumgebackt hat. Da mussten wir gucken, wie wir das hinkriegen. Eben, also Rock wäre ich da jetzt easy down für. Ich meine, es dauert nicht gerade arg viel länger, sind wir ehrlich. Mit den Orakeln. Wir haben da auch ein bisschen rumprobiert. Es war auf jeden Fall lustig. Ege, bitte. Okay. Fuck, schon verkackt. Nein, der scheiß Sprung hier. Ich dachte, ich spiele alle jetzt mittelalterliche Waffen. Morgenstern? Digga, Morgenstern, trink das mal bei Bungie einnehmen. Boah, bitte nicht.
bitte nicht. Ich sehe schon Bugs auf mich zukommen. Sie sollen einfach keine neuen Waffen reinbringen. Sie sollen einfach alles heilen lassen. Gibt's noch Armbrust? Ja. Ah, ich bin runtergefallen, jetzt bin ich wieder hoch. Nein. Digga, ist das schon wieder eins? Ich wollte schon eingepennt, ey. Ich hätte es mir so einfach machen können, ich hätte Arcus spielen können mit Trinity Ghoul. Und ich kraxe da mit Solargeleve rum. Schon, dass ich mein Trinity Ghoul spielt habe. Weißt du, ich mach's mir auch extra schwer, ne? Und ich bloß eh nur den Kackbogen. Stimmt, ich könnte den auch spielen für den Cut. Ich benutze eh nur den Bogen, um so, ja, also eigentlich ist es ganz sinnlos, wenn ihr eh was anderes reinmacht. Nicht genug Platz, Mensch, warum ist denn der Vorder schon wieder so voll? Ich müsste den noch Longi und Sloan eigentlich, dass der sich nochmal so nicht opfert, oder? Dann crafte ich mir jetzt endlich mal nach Jahren Briars Contempt. Oh, er passt so gut. Alter, ich hab die ganze Zeit meine Arcus-Seele, ich muss gar nichts machen. Das ist langweilig. Da kommt auch nicht nur eine. Ich bin auf dem falschen Bogen. Alter, da kommt noch eine. Ja, bitte. Nein, tu mir das nicht an. Doch. Okay, Survivor mit den Eisbogen ist ein bisschen belastend, stell ich gerade so fest. Ja, wird die denn jetzt noch auftauchen? Ich hol die auch mit dem Schwert eigentlich, die dann mit. Ja, alles gut, fühle ich. Oh, jetzt will ich sie opfern. Nee, es ist weg. Nee, es ist drüben. Es ist bei dir. Alter, bei mir ist alles voller Eis. Bei mir ist alles voller Arcus. Meine Granate ist nicht ready. Nee, ich glaube, Mino fühlt sich gerade ein bisschen gemobbt. Nächste Phase wird auf jeden Fall witzig, würde ich behaupten. Ich würde sagen, wir bleiben Ich schieße mit Xeno trotzdem die Uhr. Sei doch nicht so. Nein. So. Mach mal mal. Also, ich schieße gerade Orakel mit dem Bogen. Ja, und dann mache ich von mir aus deine mit und du spielst keine Xeno. Hey, du brauchst einfach nur zwei Glevenschüsse. Und dann ist ja, zum Beispiel, eben. Du, einer macht rechts, ich würde sagen, wir bleiben einfach hier auf unseren Seiten und jeder macht so seine Orakel, die da sind. Ja, ich packe mir das Glewe rein. Bin fertig. Im schlimmsten Fall nimmst du Leviathan, das ist auch ein Schuss safe, hoffe ich mal. Ja, wie du willst, also machst du deine drei links, dann mach ich die drei rechts und Toker machst du jetzt gar keine oder machst du Mitte? Ich mach die Mitte, ja, vorhin nehmen wir den schuldigsten Schritt diesmal. Dann passt das ja nicht. Die Nummer können ja immer nur wechseln. Ich hab keine Flagge. Okay. Ich hatte 2 und 3, ja. Nochmal kurz gucken. Ich habe halt vorher schon mal 1-2 Schüsse drauf gehauen. 1, 2, 3. Dann halt war deins einfach nur vorher kaputt oder so wahrscheinlich. Weißt du langsam ein bisschen. Nee, ich wollte ja testen, wie viel es aushält, sorry. Ich wollte auch nur vorarbeiten, wenn nicht. Ja, alles gut. 1. Ich wünsche euch noch eine Menge Spaß. Ich gehe jetzt pennen. Du hast auch 3. Ja, 3. 2, bis morgen. Oh ja. Also ein Melee und ein Schuss geht super. Kannst du einmal Meleen und einen schießen, das geht super. Dann irgendwie natürlich so. 1. 2. 3. 4. 5. Aber ging noch durch, ja? Naja. 1, 3, 3, 5, 7. Ich muss jetzt packen. 1, 2, 4, ja, 2, 4, 6. Zwei. 4, 5, 6, 7. Gott, Leviathan noch hat gerade ewig gebraucht und so. Ja, Damage mit Leviathan jetzt einfach bei dem Boss, oder? Würde ich jetzt auch sagen. Ich bleib bei meinem Stasis-Ding. Soll ich einfach Relic machen? Ich meine, Leviathan. Ja, aber wenn ich leer bin,
Ja, Lehrbrei muss auch noch zum Schießen, ne? Ja gut, wenn du als Lehr bist, ja. So, bin wieder da. Ich glaube 1-3. Zwei. Gut, kann schon mal hinkommen. Kannst du eigentlich direkt machen. Ja. Ich bin runtergerutscht. Ist egal, ist egal. Ich geh fix zum Blockpunkt, nur kurz für den einen. Das glaube ich ist eh zu spüren, Mann. Nee, nee, passt doch alles. Also, somit hat's ja noch gepasst. Warte zum nächsten Blockpunkt. Kurz helfen, okay. Ja. Wer ist der Müllmann? Ich hab keinen. Ich hab mein Gesetz gerade. Egal, dann ziehen wir einfach jetzt durch in die Mitte unten. Schieß die frei und dann runter in die Mitte einfach. Okay, jetzt einfach runter in die Mitte dann. Ich nehm jetzt Relikt auf Alexi. Auf mein Relikt bitte. Warum bist du wieder gemacht? Was hier noch, das mal Game nicht genommen. Achso. Ja, also wie gesagt, ich hab jetzt kurz das Gericht, ich hab eh keinen Dings mehr, keine Ammo. No, ich muss mit Limonade. Ich würde noch einmal Oracles mitmachen und dann einfach wieder. Ne, ich hab noch einen. Ja, eben deswegen, ja. Dann machen wir Trio Kräuter. Einer mit Schwert, ne? Muss er hinten? Hm? Ja, das wäre easy machbar. Was? Ihr Jungs, nur mit Schwert? Nee, ja, Maul-Trio würde ich machen. Kannst du auch einfach nur schlagen. Aber ihr wollt dann bestimmt pennen gehen, oder? Bei mir ist nur die 2. Ich mach danach nichts mehr. Irgendwie muss bei hier euch. Hier ist die 3. Ja, die 1 ist dann hier. Okay. Dann passt. So, die 1. 2. Die 3 ist unterm Boss. Okay. Von mir aus können wir starten. 3, 2, 1. Ruhe. Gute Limonade-Damage, Digga. Noch Noel. Schieß mit dem nach, ganz ehrlich. Ah, ich bin oben rechts gefangen. Oben rechts von euch. Ich würde sagen, zieht einfach durch. Ja, ich pack direkt den Punkt. Passt schon. So. Alles gut. Du bist auf jeden Fall Null wahrscheinlich. Ich bin wieder gefangen hinten rechts bei dem Punkt. Wenn nicht, dass er einfach freischießen und runter in die Mitte. Tja. Ja, geht einfach runter in die Mitte, oder? Das bisschen Rest können wir dann irgendwie machen. Oh nein. Okay, und dann. Nee, ja, ich habe schon genug. Oder? Ah, ne, das passt ja schon. Du hast in die Mitte geboten, das ist okay. Nee, ich hab's nur aufgehalten, irgendwie. Achso, lol. Ja, dann ich schieß auf. Ah, fuck, ich schieß gar nicht auf, ich mach ja Dings. Ich schieß mal. Der Port muss nach unten sein. Naja, hab ich. Nee, ich war doch da. Egal. Wenn ich einfach super hab, mach ich instant, oder? Ja. Wollen wir nochmal Oracles machen? Wenn jetzt halt erst. Ach, das bisschen kriegen wir egal, auch wenn die jetzt auftauchen würden. Ich bin jetzt bei Hälfte circa. Ich mache mir nochmal ein paar Kills. Okay, ich gehe dabei drauf. Shit. Sorry. Ich muss jetzt eine Kur-Oracle-Kombi, ne? Ja, egal, dann geht runter in die Mitte glänzen. Hauptsache, ihr habt das Relikt und überlebt. Achtung, Explosionsfischer. Einfach warten, bis die Oracles kamen und dann hoffen wir, dass es bei dir sich ausgeht, Alexa. Jetzt rein. Naja, das geht ja. Ja, ich werde sterben. Ich hab mal das Talken. Komm mal schon mal hoch. Ich probier's. Sag wann du voll bist, Alexa. Na, ich bin jetzt voll. Okay, von mir aus kannst du. Hast du noch einen Welt-Token? Nö. Ich bin eingefangen. Danke. Nö, das ist ein Hast du einen Schiebel?
Nee, ich hab Phoenix Self. Um Lemo nach mach gleich meinen Wolf voll, wenn ich Glück hab. Ja, so. Jetzt kannst du da ausgewittern, weil ich hoff's. Ich hoff's. Einfach weiter damit, dann hast du nochmal. Okay, perfekt. Einfach zum nächsten Plotpunkt, den kriegen wir drauf. Ich glaub, man hat mehr Bogen bei diesen. Ja, ich hab die ganze mit Lemon drauf geschossen. Oh man, hat echt mit Premiere. Alter! Das ist, ja. Interessant gewesen. Dann kann ich ja einfach chillen. So ungefähr. Wow, der Gabuni muss natürlich darüber fahren. Sehr gewagt, dass du da so vorbei bist. Ja, wieso? Das ist doch gerade hier. Ich meine, dass mein Gorgoni direkt hinter euch gestanden ist. Ich war irgendwo komplett oben. Oh Gott. Ja, irgendwie will mir mein Gorgoni nicht weggehen von meinen Steinen. Der hat irgendwie gar keinen Bock, dass er weggeht. Der mag dich halt. Jetzt geht er hinten rum, der Wichskopf. Okay, das war ein bisschen blöd. Ich hab darauf vertraut. Ich glaube, das war ein bisschen close, oder? Oh, also ich bin Gott, durch. Oh Gott, ja, ich war hinter dir, aber ich glaube, das war. Es war knapp bei mir. Ja, ja, bei mir war. Ich war ja nochmal. Nee, du warst hinter mir, da warst bei dir noch knapper. Ja, ich glaube die. Ja, dann kann ich ja den anderen Lowman Vog, brauche ich ja gar nicht hochladen. Kann ich direkt den hier nehmen. Ach du Scheiße, kann ich gerade Woche spielen. Na, stell dich nicht so an. Guck mal, der One hatten wir auch keine Ahnung. Da haben wir gedacht, wir müssen die mit Granaten abwerfen. Da musst du ja auch mit keinem Bogen spielen und mit keinem Kleben. Ja, und hab ich trotzdem. Weißt du warum? Ich war dumm. Hast du gar nicht, da gabst du keine. Ich weiß es nicht. Ich wollte mir irgendwas gerade sagen. Aber ich hab's auch. Der One gab schon Bogen. Bock, meine ich. Ich weiß gar nicht, ne, doch. Der was, der One gab's schon Bock. Ja, irgendwie auch. Guten Morgen. Gab's schon. Der One gab's schon Bock, okay, alles klar. DSC war doch vor Bock, oder? Weil da habe ich definitiv Bogen gespielt. Also ich meine, so der Solo geht ja auch, aber ich glaube zwei. Hallo, ich habe hier Überladungs-Champion. Ja, viel Spaß dabei. Das ist jetzt nicht geil. Brauche ich ja doch einen Monarch. Boah, die Olle kommt mir viel zu nah, sag ich dir ganz ehrlich. Er portet sich genau hier. Pisst jetzt, sie portet sich einfach vor mich. Du wolltest unbedingt links rein. Ja, aber ich wusste nicht, dass hey, da irgendwie ist voll noch. Junge. Ich wusste aber nicht, dass hier auf einmal ein Wechselmücker vor mir steht, der sich rumportet. Ich habe übrigens einen ziemlichen Clip gesehen nach dem Motto, warum er vierte Reiter beim Boss gespielt hat. Man kann den Clip immer noch machen, wie damals. Ja, aber mit Ding ist noch krasser mit Dead Limiter. Ja, ja, natürlich, der wechselt auf die Shotgun, aber da passiert halt nichts und er hat immer noch die vierte Reiter in der Hand. Aber unten steht halt die ganze Zeit nach dem Motto, hey, erzähl mich ein Connection, das tut ja was. Also sprich nach dem Motto, die. Der hat die vierte Reiter permanent drin und will auf die Slug wechseln, was halt nicht funktioniert. Was in dem Sinne halt triggert, dass er die Slug auf der vierten Reiter hat. Deswegen stand er bei Riven auch so da. Weil sonst verstehe ich nicht, warum man auf dem Hunter vierte Reiter spielt, weißt du. Okay, das ist also natürlich belastet. Ihr braucht kein Freeze 9. Okay, jetzt. Irgendwas wollte ich gerade erzählen zu dem, was Alexa gesagt hat, aber ich habe vergessen, was sie gesagt hat. Ich bin gerade echt nicht so ganz da. Keine Konstanz raus, also okay, schon. Ja, passt. Machst du beide Portale dann auf? Es gibt keine gute Option für die Orakel einfach. Ja doch, mit dem Bogen war doch alles gut. Ja, das klappt so schon, aber es ist halt auch Skaft mit dem danach Buff aufbauen und alles. G4 mein Dose of Eternity ist doch viel knackiger als ich gedacht habe. Oder ihr macht euch beide einfach und stärken das Rift, dann kannst du abwechseln, oder? Das müsste doch auch ausgehen, oder? Ich hab Raider unten im Konflikt. Ja, gut, weil wir haben ja genug, weil so kannst du eigentlich uns setzen, eigentlich. Mach ich auch. Ich hab so keinen Bock mehr gehabt. Ja, du machst schon die ersten Stärken-Rift. Ja, kannst du die ersten Stärken-Rift machen und ist auch eine Longdale für zwei Phasen, ne? Ich hab ja auch ein stärkendes Rift, also. Warum soll es nicht hapern? Ja, du machst es einfach so.
Nova kannst du immer noch mal setzen. Normalerweise kriegst du eigentlich dann deinen Rift ja auch wieder voll. Bis wenn sie ihr setzt. Das wird schon. Oder vielleicht reicht das Setup jetzt auch zum Mannschaften. Tier und Moxie mal nicht auf mich schießen. Was heißt hier? Venus. Ja. Muss man hier vorne stehen. Bleiben. Rechts vorne Mitte. Also rechts vorne Mitte. Ja, das reicht definitiv nicht zum One-Shotten. Vielleicht mit dem Rift halt, aber ich glaube auch nicht. Rechts hinten, Mitte. Rechts, Mitte. Vom Portal, oder? Rechts mit, ne? Was nochmal? Rechts was? Mitte? Rechts, rechts Mitte. Ja, passt schon, okay, muss ich. Warte, ich bremse dich gleich. Müsstest du? Wird ohne einen Schluss. Ich hab's, ich spreche schon weg. Ja, ja mal gucken, soll. Ich muss mir Granate nur folgen eigentlich. Ich hab noch zu gut mein Damage Buff die ganze Zeit abbekommen. Deswegen mein Damage war zu geschickt irgendwie. Vor allem wo ich rauskam. Kannst du mal irgendwie Atheo mal anschießen, dass er nicht gottlos auf mich geht? Die haben nichts zum Heilen dabei. Warte, rumrennen. Der Punkt ist gerade den Ad, den ich aufschießen wollte, um meinen Buff in letzter Sekunde für Refreshen hast du mir geholt. Das war dieser, der oben links geschwoben hat. Ich gucke mal hinten an den Portalöffnern. Wir sind immer so viele. Ja, wir sind halt zu dritt, das ist der Punkt. Wir brauchen nicht alle einen 5er-Stack. Heißt, wenn einer ihn verliert, das ist halt so mit Maß übrigens. Aber es passiert rechts halt so. Vorne, rechts vorne, rechts hinten. Ja. Ja, das stimmt. Das schießt zweimal ab. Ja, ich hab die was verlegt auf oben. Ja, ja. Alles gut, ich schau jetzt erst. Wo geht er? Links hinten Mitte. Links hinten Mitte. Und da verfällt. Links hinten, links vorne. Ja, links hinten, links vorne. Das ist die letzte Runde, oder? Ja, ist die letzte. Ich schieß immer wieder gegen das Schild. Damage. Mach ihn einfach tot ohne. Oh Gott, ich sehe nichts, ich würde sterben. Stirbst dich daran immer noch. Das war jetzt nur dramatisch. Gerade das war eine dramatische Zumutung. Das war wirklich nicht schön. Da muss ich mich erst so bedanken dafür mit einem ordentlichen Tod.